Guten Tag, liebe Leute, der Vex hier. Und willkommen zu Let's Play Together Gears of War 3 im Horde-Modus. Und ich bin nicht alleine. Hi. Genau, der Skunky ist auch noch hier. Oh, ich liebe das. Was? Ach, diese Anfänge von Let's Play Together. Ja, genau, diese Begrüßung. Die sind immer so toll. Ja. Und ich habe noch nie die Einstellung gemacht. Schwierigkeit. Komm, machen wir Hardcore. Nee. Oh. Was habt ihr gemacht, du und Rasta? Wir hatten, glaube ich, normal. Okay, mach ich auch normal. Startwelle 1. Kartenauswahl. Machen wir einfach mal Abstimmung, so. Abstimmung, ja geil. Ja, zu zweit auch cool, ne? Was sind Mutatoren? Das sind irgendwie der keine Ahnung. Irgendwas war dann. Das ist, glaube ich, wie diese. Kennst du die Schädel von Halo? Dass du dann irgendwelche besonderen Kräfte hast? Oder so eine Kacke? Okay, ja, aber machen wir mal an. So. Ich glaube, das war das. Ich bin mir immer nicht sicher. Okay. Starten. Was hast du denn jetzt? Ah. Ne, ich glaube, die Mutatoren lassen wir lieber mal weg. So. Ja. Spiel starten. Jawohl. Ich muss gerade nur aufpassen, dass meine Stoppuhr hier nicht vom Lockscreen überdeckt wird. Ich habe keine Ahnung mehr, wie lange ich aufnehme. Hä, wie warten auf. Hä? Hm? Hier steht warten auf Spieler. Ja, auf mich. Achso, klar. Dachte ich, der sucht noch andere. Was spielen wir denn? Alte Stadt? Was hätten wir? Checkout? Gräben? Hotel? Kugelsumpf? Okay, Kugelsumpf ist neu, glaube ich. Dann machen wir sie direkt mal. Ja, Kugelsumpf. Die sieht nämlich irgendwie ziemlich gruselig aus. Ja. Was nehme ich denn? Nehme ich den Retro-Lancer oder den Lancer? Ich nehme den Lancer, den habe ich in Gold. Oh, in Gold? Ich nehme mal den Lancer. Ich kann mit keinem anderen was. Und, so die Gnasher. Starten! Okay. Ah! Okay, also, ich muss mich da ein bisschen einweisen, weil ich habe noch nie den Horde-Modus gespielt. Ja, alles klar. Oh fuck, bei mir hat immer Ratzteil alles gesagt. Okay. Also Leute, das wird nämlich so aussehen, dass jeder von uns 10 Minuten aufnimmt. Joa. Ja. Jo. So passt das, ne? Genau. Oh, ich bin mal gespannt. Sieht ziemlich dunkel aus. Hoffentlich macht YouTube das Bild nicht noch dunkler. Wieso, was hätten wir da das? Oh, ich will die Sniper. Oh yeah. Wieso können wir dann nochmal die Ausrüstung wählen? Ist ja total sinnlos gewesen. Irgendwie. Na, ein bisschen. Oh yeah! Kann ich steuern? Das Display geht dauernd aus. Drecksdinger. Ah. Okay. Kommandoposten. Da wo die grünen Teile leuchten, da können wir Kommandoposten machen, oder? Genau. Ah, okay. Und einen brauchen wir zum Anfang. Passt okay. Doch ganz gut, oder? Ja. So. Mach ich hier mal die Nagelbretter hin. Ich rate mal nicht, dass sie von hinten kommen. Und wenn doch, dann... Shit happens. Oh, hier ist ein Sniper. Hä? Wo? Hier. Kannst du snipen? Nö. Ja, kostet sowieso 700. Ach, die kostet. Nö. Naja. Zählt mir alles. So, okay. Da können sie nur kommen. Ha. Okay. Ich bin mal gespannt, wie lange wir überleben. Nochmal. Ja klar, schon kommst du von hinten. Echt jetzt? Ja. Oh. So ein kleines bisschen. So. Na egal, ich lauf da mal nah an die ran. Hauptsache ich verreck nicht. Oh fuck. Nein. Bist du tot oder was? Nee. Ich dachte, man müsste auf A drücken, damit man die aufnehmen kann. Als menschliches Schild, aber. Ach so. Ich halt gar die ganze Steuerung gar nicht mehr. Ach ja, so. Oh, ich hab schon wieder fast 10 Monate. Wunderbar. So. Hä, wie ist der da oben gekommen? Hä? Ist der bis dahin gelaufen? Das geht? Der rennt von mir weg. Ja. Jawohl, Welle 1 beendet. Das geht schnell. So, reparieren wir mal nicht. Zuerst mal die Sniper hier holen. Oh, jetzt können wir es reparieren. Ich würde sagen, ich baue mir hier hinten eine Barriere hin. Da drüben kann doch bestimmt auch irgendwo eine Barriere bauen. Oder. Ah, nee, die Reichweite ist zu groß.
Oder? Das ist die maximale Reichweite bei der Barriere hier, oder? Ich glaube ja. Ah, okay. Dann können wir da hinten aber noch so einen Sturz mitbauen. Würde sagen, am besten ist wahrscheinlich, dass wir erstmal die Barriere hier upgraden, wenn wir das Geld dafür haben. Wie, das ist eine Falle? Ernsthaft? Das soll eine Falle sein? Das ist aber lustig Ja, aus. die werden davon abgelenkt. Ach so. Haben die sowas noch nie gesehen, oder? Moment, kann Wir man die kaputt stellen schießen? ihre Intelligenz nicht in Frage. Oh, da kommt er schon. Der ist ein bisschen weggesniped. Jetzt muss ich meinen Sniper-Können mal wieder unter Beweis stellen. Oh, da ist schon jemand in die Falle gedappt. Oh nee. Nein, diese Spinne und ich hasse Spinnen. Ach ja, stimmt ja, die gab's ja auch noch. Ha! Kommt die überhaupt da vorbei? Bäh. Was liegt denn hier? Oh, Brandgranaten. Ja, besser als Rauchgranaten, komm, gib her. Bäh. Ich glaube, wir hätten das auf irgendwie Hardcore spielen sollen. Oder wird das nachher noch so derbe schwer? Ja, es wird noch schwerer. Also ich freue mich jetzt schon auf Runde 10. Runde 10 könnte ziemlich witzig werden. Okay. Bin ich mal Weil gespannt. alle 10 Runden kommt immer irgendein, Bonusziel? Oh, Ah, wir hatten einen. kommt in der 10. Runde immer so ein Zwischenboss oder sowas. Ja, genau, zum Ah, Beispiel. Also klasse. wenn wir Pech haben, kommt eine Dings, kommt eine, Oh, wie hieß nicht wie ja nochmal? Diese Blindschleichen. Berserker! Berserker! Berserker. Oh Berserker. Gott, was war das noch gleich? Ich habe schon so lange kein Gears of War mehr angefasst. Oh. Scheiße, lade Hermoni. Berserker waren diese großen, die dich nur hören und nicht sehen können. Ah, klar. Kann ich mich noch gut an Gears of War 1 erinnern. Also die laufen einfach wild auf dich zu und ja. Geil, ich habe 2 Kills gemacht. Sie Ne, ich sind glaube, nicht nett. da ja 2 Kills gemacht. Was war unser Bonusziel? Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall stand dran, dass wir es fehlgeschlagen haben. Oh yeah. Hä? Boah. Munition. Da. Geht doch. Wie viel Geld hast du denn gerade? 1062. Oh. Reicht das für Warte. irgendwas? Warte. Ah, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Hä? Warte. Ah. So. Boah. Boah. Hast du jetzt überhaupt noch Geld? Nö. Also cool. So, dann hier. Aber ich kaufe meistens eh nichts, also. Ich kann mit Geld nicht umgehen. Ist es so, dass man jede Runde nur eine Falle aktivieren kann? Nee, du hast glaube ich immer 30 Sekunden Zeit oder so. Ah, okay. Boah, no-scope. Ich liebe die Sniper einfach. Die ist richtig geil. Na komm. Ja. Ah, schade, hat nicht getroffen. Hohoho, der zerfetzt, ey. Wie viel kann man den Koop denn eigentlich spielen? So 5, glaube ich, ne? Ja, ich glaube ja. Weil das wird hier nicht die letzte Runde sein. Ich kann mir da gut noch vorstellen, dass irgendwie mal als Abo-Special oder als Livestream. Das Nein, wäre eigentlich wenn's Internet reicht. Wenn alle eine Xbox haben und hier so vor. Oder einfach mal mit den Zuschauern spielen, das wäre auch geil. Ja. Weil meine flehen mich ja sowieso schon dazu an, mal was mit den Zuschauern zu machen. Echt cool. Deine nicht? Doch. Ja. Ah Mann, ich habe schon ja, eigentlich habe ich nächsten Samstag schon geplant, dass ich eine Open Lobby mache von, ich glaube Halo Reach war's. Oh Mann, immer die Spiele, die ich nicht hab. Oh, das war Call of oder das war MW3, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich Eins sollte von mir beiden öfters mal war's. wieder Spiele für die Xbox kaufen. Nicht nur für PC. Ich bin überlegen, ob ich mir Battlefield 3 für den PC hole. Weil es einfach besser ist. Ja. Gut, also du denkst, du spielst das lang, aber das tust du dann nicht. Oh. Sag ich mal so. Also ich habe MW3 jetzt schon um einiges länger gespielt und habe eigentlich. Am Anfang wollte ich es ja gar nicht haben. Aber meine Meinung ja eindeutig, dass das Spiel irgendwie scheiße ist und so. Aber dann habe ich schon Gefallen daran gefunden.
mittlerweile spiele ich es öfters und länger als, boah. Oh, Zeit ist abgelaufen. Oh nein. Dann würde ich sagen, dass ich hier mal auf Pause drück. Boah, das hält jetzt das ganze Spiel an, oh. Ja, und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Skaki, oder? Alles klar. Bis zum nächsten Mal.